Hier sehen wir das Hotel Santa Isabel, direkt am Eingang vom Europa Backrust. Gebäude des Germanlandes. Und am Wochenende hat es auch immer auf. Hier sehen Sie eine Themensuite mit kleiner Sitzecke hier, eine Espressomaschine, eine freie mit Ofen, das ist aber ganz urig gemacht, zwei Waschbecken, super toll, dass ich schön hinsetzen kann. Hier das päpstliche Bett. Und als ganz neu ein Flatscreen. Kleiner Balkon auch mit dabei. Super schön. Und hier können dann die Kinder untergebracht werden. Und hat man dann ein separates Schlafzimmer. Und hier ist noch mal ein kleines Bad. Hier sehen wir dann eine Sakralsuite. Mit der schönen Sitzecke. Alten rustikalen Schrank. Hier auch wieder für die Kinder. Kann man schön im Schrank verstecken, die Kinder. Schöne Sitzecke. Separate Toilette. Badewanne. Waschbecken. Ah, und hier hat man ein richtig schönes Himmelbett. Man könnte meinen, man ist in Venedig, direkt davor, ganz, ganz toll eingerichtet. Und schöne Engelchen und Blick raus, ganz, ganz toll. Hier haben wir dann ein Sechsbettzimmer, da kann man dann zu sechst hier schlafen. Könnte man mal einen Junggesellenabschied machen mit Backbesuch im Sommer, das wäre mal eine andere Idee. Kann man dann gerade die Couch rausziehen. Man sieht sogar noch hier ein bisschen, dass das unter das Bett gestellt drin ist. Okay. Richtig reingeschoben. Das sind dann vier und wo? Achso, und dann? Und dann wie immer der Schrank, wo man drin schlafen kann. Und die kleinen Mädels, die bis 1,60 Meter sind, die können wir dann... Bitte? 1,75. 1,75. Bis 1,75, die können dann... Hier, müssen das Kinder sein oder dürfen auch Erwachsene? Nee, dürfen auch Erwachsene. Erwachsene rein. 1,75 sind die Betten. Könnte man machen, da kann man bestimmt auch mal schön feiern. Hat einen Ausblick direkt in den Park rein. Von hier aus kann man direkt in den Park reinschauen. Das wäre doch mal was ganz anderes. Ganz, ganz toll. Hier sehen wir die Rezeption von Santa Isabel in der Eingangshalle. Super schön gemacht, ganz, ganz toll. Hier ist die Schwester. Mit Feuer, ganz, ganz toll. Hier ist die Kapelle. Im Santa Isabel kann man sogar ein bisschen beten. Ein bisschen Weihwasser, super schön. Und ein Bild vom Papst haben wir auch noch hier, von unserem Benedikt. Hier sind wir am Eingang vom Wellnessbereich. Super schön eingerichtet, im alten Stil, wie eine Kapelle, Kirche. Hier ist die Rezeption, da können Sie dann Ihre Wellness haben. Hier haben wir eine Kosmetikkabine mit Dusche. Hier ist der nächste, kann man schöne Massagen auch machen hier. Hier sehen Sie das Hallenbad, Innenbad, Außenbad, kann man sogar rausstellen. Super schön gemacht hier. Santa Isabel, ganz, ganz toll. 4 Sterne Superior Hotel.
Und hier ist die Halle. Hier vor geht es direkt zur Rezeption. Das ist hier im ersten Stock ein ganz normales Standardzimmer. Also die sind auch alle so aufgebaut mit einem offenen Bad. Da gibt es keinen Unterschied. Sind alle gleich? Genau. Super toll. Wer mal gern in einem Kloster übernachten möchte, ist hier genau richtig. Liegt noch der alte Koffer vom Vorgänger da. Und unser Etagenbett im Schrank drin. Ah, das ist dann das Kinderbett. Genau. Ah, schön. Allerdings nur maximal 1,75 lang. Okay. Ja, aber schön. 4-Bettzimmer hätten wir jetzt gerade gedacht, ne? Doch. Sieht toll aus, ja. Mindestens alles 4-Bettzimmer. Alles 4-Bettzimmer? Mindestens. Wir haben auch noch ein paar 6-Bettzimmer. Ah, okay. Und die Kutte darf man dann anziehen. Von mir aus? Nein, nicht mir jetzt, aber die Kunden meine ich. Hier sehen wir die Halle, mal von oben, mit offenem Kamin. Und es ist ganz, ganz toll eingerichtet. Hier unten ist die Kapelle. Und es geht durch im ganzen Haus. 66 Zimmer waren es, genau, ne? 66 Zimmer, alles 4-Bettzimmer oder auch Suiten kann man hier buchen. Und das ist eher was für Ältere, wo ein bisschen ruhiger. Im Kolosseum sind die ganzen Kinder hauptsächlich und hier ist es dann eher ein bisschen ruhig und gediegener.